Ja, würde ich sagen, dann gehen wir mal zu. Ah ne, wir nehmen natürlich noch den Rucksack hier mit. Wenn wir schon hier sind. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment, Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann. Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Oh Mann, Arme. Ja, finde ich auch. Wie wär's mit Anklopfen? Gar nichts. Das war so nicht geplant. Oh, hier lebt ja noch einer. Greife drei Gegner vor. Oh, Mann. Wenn ich euch nicht gestoppt hätte, wärt ihr noch viel länger im Knast. Genau. Große Jubiläumsfeier. Schön durch die Bäume durch. Verfügbare Fertigkeitspunkte. Ja, ich bin mal gespannt, wann es irgendwann mal anfängt zu nerven. Also im Moment finde ich es noch mega geil, aber Anzugskraft bereitet. Ich kann mir denken, dass es irgendwann nervig ist, immer so lang und viel durch die Stadt zu. Schwingen, schwingt dein Ding. Da ist es! Da ist es! Ob Dr. Strange daheim ist? Ich hab's gefunden. Aber ich fotografiere mal das jetzt. Das ist dieses Sanktum blablabla von Dr. Strange. Oder muss ich hier irgendwas anderes fotografieren? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Ach so, ah. Cooles Fenster. Aber ich habe immer das Gefühl, dass da drin irgendwas Seltsames abläuft. Das war gut. Der war echt gut. Und da liegt auf dem Weg der Rucksack. Gut, ich dachte, er fokussiert das. Er sagt uns dann automatisch, hey. Aber wir müssen es nochmal anvisieren. Pardon? Oscorp, Besucherpass, Rucksack mal. Ein Besucherausweis von Oscorp, als ich mich vorgestellt habe. Die hätten gut bezahlt, aber bei Dr. Octavius hatte ich die Chance, wirklich etwas zu bewegen. Gut, dann würde ich mal sagen, dann direkter Weg ab zu Mace Fire.
Wird eh irgendwann was dazwischen kommen. Chinatown. So, wo ist meine Tasche? Brauchen Verstärkung bei verfolgtem Fahrzeug. Heute nicht. Tante May ist wichtiger. Ja, nach schönen langen Ladezeiten. Läuft. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Ach, das ist das, was er vorhin der einen Obdachlosen da angeboten hat. Das ist eine Obdachlosenunterkunft. Hey, Peter. Hey, Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet unter Gedächtnisschwund, Pete. Ich schlage ihn. Na, das Wichtigste dabei ist doch der Spaß. Mir macht es riesen Spaß, den Platz zu machen. Hey, Peter. Was gibt's? Schau, nur mal vorbei. Was für ein Schwein lebt denn hier, bitte? Ist ja ekelhaft. Ey, Leute, komm, könnt ihr mal bitte ein bisschen Ordnung halten hier? Das ist nämlich so ein bisschen an The Vision. So eine Unterkunft. Pete. Deine Tante ist eine Heilige. Ich weiß. Wem sagst du das? Guck mal, beim Anzug ist was neu gekommen. Alter! Magnetisch polarisierte Panzerplatten machen den Anzug gegen alle gegen. Alter, wie geil sieht das denn aus? Basismarken, Forschungsmarken, Wahrzeichenmarken, okay. Wir haben noch einen neuen Anzug im Hotz. Uiuiui, ihr macht nicht viel. Ah, okay, die hatte ich die ganze Zeit nicht aktiviert. Erschwinglich. Brechen Sie mal. Perfektes Ausweichvermögen. Okay. Cool. So, Geräte. Ach, da kann ich auch wieder. Unerschwinglich. Gesperrt. Erhöht die maximale Netz... Ah, okay. Fertigkeit. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Einen habe ich. Okay. Hey, Martin. Sorry, ich bin zu spät. Du kommst genau richtig. Ist das nicht Mr. Negativ? Während wir alles fertig machen. Alles klar. War der nicht zu dem Negativ-Typen? Warte. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten nein, in... Nein, nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter, hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, 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 mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Huh? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MG würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter, was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre.
Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Ist das nicht der Mr. Negativ, oder? Sprachnachricht von Yuri. Hör ich mir draußen an. Ich weiß es nicht. Hi, Peter. Deine Tante ist hinten, glaube ich. Große Jubiläumsfeier. Hey, Pete. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Da, die kennen wir doch. Peter, richtig? Deine Tante hat mir Babyfotos gezeigt. Ich heiße Gloria. Ich bin neu hier. Spider-Man hat mich darauf gebracht. Oh, stimmt. Ich meine, toll. Wie gefällt es Ihnen? Ich mag die Leute. Ich könnte hier bleiben. Für eine Weile. Tja, wenn ich irgendwie helfen kann, sagen Sie einfach Bescheid. Okay. Verlasse das Asyl. Die Bilder sehen mega aus. Diese Zwischensequenzen, diese Ladebilder. Echt schön gemacht. Wie gesagt, das Bild da oben finde ich so. Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein. Ja, aber auf dem Weg dahin meinen wir noch hier die. Aufsehenerregend, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte. Unterwegs werden wir noch die Türme machen, damit wir das schon mal haben. Freiläufer. Nur einfach, damit wir das mal freigeschaltet haben. Und wir Gebiete frei haben. Dann können wir dann nämlich, wie gesagt, ich werde das nicht extra im Let's Play da hinjagen überall und die Taschen und so mitnehmen. Aber wenn sie auf dem Weg liegen, werden wir sie natürlich mitnehmen. Ansonsten werden wir straight der Story folgen. Hey! Zeuge meldet Drogendeal. Peter, du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Ich spacke. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern von Onkel Ben. Ohne dich wäre ich so oft aufgewachsen. Es ist gerade so skurril. Ich weiß nicht was. Oh, ich glaube, sie braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Es ist gerade so skurril. Ich dich auch. Wirf drei Objekte. Ach, vielleicht. Ich habe euch ein Taxi gerufen, Jungs. Eins mit blinkenden roten und blauen Lichtern. Ach, verdammt, warum sieht man das nicht vorher? Oder sieht man das vorher? So, komm, wir machen mal den Turm. Hey, hier drüben. Ja.
Da ist er. Alle Einheiten. Zivilisten. Schlagring. Fisk hat mich damit ordentlich verprügelt. Ich hätte sie fast als Beweismittel benutzt. Aber MJ meinte, das sei Hausfriedensbruch und ich würde im Knast landen. Typisches Parker-Glück. Hey. Wie gesagt, wir machen jetzt noch die Satellitenschüssel. Officer, bitte melden. Wir haben eine Entführung. Officer in der Nähe, bitte in den Bereich Bryant. So, Entschuldigung, ich wollte euch nicht erschrecken. Gleich was passiert. Gleich hier um die Ecke. Ich hab's dir gesagt. Es ist Spider-Man. Oh Mann, er ist so groß. Oh Mist, ich muss zur Arbeit. Ich muss los, Spidey. Kämpf weiter für das Gute. Ah, das ist eine Richtungsanzeige. Spider-Man. Ich bin mega Fan. Hier 50 Meter. 40 Meter. 20 Meter. Kommen Sie raus. Strecken Sie die Beine. Ich dachte nicht, dass ich da wieder rauskomme. Danke. Oh Mann, da sind sie. Hol sie dir, Spidey. Hey, wer hat die erlaubt, mein Auto anzufassen? Kommt hier rüber. Aua. Kämpfe nicht fair, ihr schießt doch die ganze Zeit auf mich. Ah, nicht die Kamera. Was das? Wirf drei Objekte auf Spinne. Oh Gott. Ich würde das gerne mal vorher also sehen. Und so endet unser schändliches Märchen mit dem unausweichlichen Untergang der Kidnapper. Oh, danke nochmal. Es gibt einfach zu wenig Polizisten für das alles. Das glaube ich dir. Wobei ich nicht weiß, was du da für eine Rolle spielst. Hey Jungs! Wir behalten uns vor, die Bedienung zu verweigern und jegliche Kriminelle K.O. zu schlagen, wie auf dem Schild vermerkt. Okay, wirf drei Objekte. Okay, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen hier. Fisks Verhaftung hat alle kleinen Kriminellen aus der Versenkung geholt.
die Polizei. Und jetzt zu den E-Mails. May aus Queens schreibt, sie sind so wütend und ich wünschte mir, sie würden sich helfen lassen. Das ist furchtbar ungesund. Gut, mir ist klar, dass sie sich um mich sorgt, aber dieses verbreitete Missverständnis muss ich aufklären. Ich bin nicht wütend, ich bin voller Liebe. Ich zeige auf Ungerechtigkeit, Korruption und Verbrechen gegen die Menschheit, weil ich diese Stadt liebe und möchte, dass sie sich bessert. Was sie da in meiner Stimme hören, ist Liebe, nichts als Liebe. Nichts als Liebe in der Stimme von Joe James Jamison. Ach Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. So viel Liebe hat der. Ich glaube, hier ist auch noch gleich ein Rucksack. Oder ist das der Turm? Ah, ich sag doch, hier ist gleich noch ein Rucksack. Die habe ich aber echt überall versteckt. Oh Mann! Ich wollte das Sportshirt waschen. Vor 6 Jahren. Puh. So. Damson. Was ist denn das? Sturm auf die Burg. Nebenmission, okay. Kann man dann eigentlich per Schnellreise wohin? Mein Apartment. Nee. Social Feed. Ah, du hast heute meinen Laden gerettet. Danke, vielleicht kannst du nicht mal durch die Tür kommen. ihr wisst von eurer Internetseite, ein Kofferraum eingesperrt zu sein. Lasst mich eine kleine Geschichte erzählen. Das Symbol da, meine ich, bei Spider-Man. Das ist so cool. Ja, Spidey, schnapp dir die Dealer. Okay, Leute, ich bin Barista, aber fragt nicht, was ihr wissen wollt. Spider-Nerd Amy. Gehst du mal mit mir aus? Ah, ich hab nur Augen für Spider-Man. Stark sein, nett sein. Der offizielle Account eures Freundes. Es ist ja cool. 15,3 Millionen Fans. Der hat einen fucking Twitter-Account. So, was sagen denn die Anzüge? Gibt's irgendwas Neues? Nee. Was haben wir denn da nur noch? Steht gesperrt. Aber wir können noch Rucksackmarken. Eine brauchen wir, 7 haben wir. Verbrechensmarken. Wahrzeichenmarken. Komisch. Ist ja komisch. Gut, meine Lieben, ich würde mal sagen, wir machen aber an der Stelle Feierabend, weil ich sehe gerade, ich muss mal die Videos noch bearbeiten und will gleich in einer Dreiviertelstunde streamen. Ist ja cool. Im Fotomodus. Das ist ein Sticker-Modus. Das ist so geil. Was ist das nächste? Oh Gott, da gibt's ja noch mehr. Den meine ich, dass der ist aus den Comics. Das sind 60er, 70er Jahre von Condor, die also von Marvel in Condor, die wurden damals noch von Condor in Deutschland verlegt. Die habe ich tatsächlich hier noch hier.
Das ist noch nicht freigeschaltet. Oh, krass. Pau. Wie geil ist das denn? Boom! Kann ich das noch schieben? Erdrehen, meine ich? Boom! Was gibt's noch alles? Ah ne, warte mal. Da müsste ja da das sein. Und ein bisschen größer. Und da müsste dann Pau sein. Wie geil ist das denn? Was gibt's noch? Vor allem kann man noch Sachen freischalten. Actionlinien. Nee, fortfahren. Ach, verdammt. Ich dachte, fortfahren mit Aufnahme. Ja, wie gesagt, meine Lieben, wir machen hier Feierabend. Ich muss nämlich, wie gesagt, ich habe heute noch ein bisschen was vor. Ich will gleich noch livestreamen. Da fange ich auch mit der Story nochmal von vorne an. Deswegen, wie gesagt, nicht wundern, dass die Livestreams ein bisschen anders sind als die als die normalen Let's Plays. Ich hoffe, dass ich mit den Speicherständen nicht durcheinander komme. Und im Livestream werde ich natürlich immer ein bisschen weiter sein als im Let's Play. Wie gesagt, ich werde im Livestream viel machen, auch die Nebensachen machen und sowas. Und im Let's Play werde ich nur der Hauptstory folgen. Also müsst ihr mal gucken, was ihr euch da lieber angucken wollt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren jetzt 5 Folgen für heute. Morgen gibt es dann auch nochmal 2, 3 Folgen. Und ja, vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao.